Herzlich willkommen, meine Freunde, zu Ring of Honor. Und es ist quasi die Go-Home-Show, allerdings nicht für Ring of Honor selbst, sondern für Revolution, was natürlich ganz im Zeichen von All Elite Wrestling stehen wird. Aber es ist die letzte Folge vor unserer Großveranstaltung am Samstag, die vollgepackt werden wird. Aber zuerst wollen wir uns natürlich nochmal auf Ring of Honor konzentrieren, denn auch da gibt es natürlich einiges an Turniermatches, die abgehalten werden. 6 an der Zahl werden heute stattfinden und wir befinden uns bereits in den Viertelfinals. Also die Sieger der heutigen Matches, auch die Sieger in der nächsten Folge, stehen dann im Halbfinale schon. Und wenn wir dann das Halbfinale haben, dann ist es gar nicht mehr so weit bis zum ersten Ring of Honor Pay-Per-View. Auch der steht mit Honor Rising ja bereits fest und ich freue mich sehr darauf und habe richtig Bock, dass wir endlich auch bei Ring of Honor die Champion-Titel vergeben. Aber der Weg ist noch steinig bis dahin und die Kontrahenten werden alles daran setzen müssen, sich diese Chance auf das Gold beim ersten Pay-Per-View zu verdienen. Beginnen wir aber zuerst mit der Pre-Show und da haben wir Flip Gordon gegen Lewis Layden. Und die beiden kommen schon mal gut rein mit einem netten Match. Also Flip Gordon, die 77, ist gar nicht mal übel. Lewis Layden, eine 39, hervorragend. Richtig gut, für ein Local Talent ist das schon sogar beeindruckend gut. Ich habe ja, glaube ich, sogar schon mal gesagt, dass Lewis Layden, je nachdem wie alt er ist, ich habe natürlich wie immer nicht geguckt, aber wenn er nicht so alt ist und auf dem Bild sieht er jetzt nicht so alt aus, dann könnte er vielleicht jemand für die Nightmare Factory sein, weil von seiner In-Ring-Performance her ist er schon ordentlich. Also aus Lewis Layden könnte man ein bisschen was machen, wenn man ihn etwas formt. 64er Match insgesamt ist in Ordnung. Auf jeden Fall ein sehr gutes Pre-Show-Match, was Flip Gordon nach 10 Minuten und 14 Sekunden mit dem 450 Splash für sich entscheiden kann. Wir haben aber natürlich noch ein weiteres Pre-Show-Match und zwar wieder ein Männer-Match. Es tut mir sehr leid für die Damen unserer Zunft, aber wir sind hier in Northwest oder so. Ich glaube, wir sind in der Northwest-Region. Und die ist gut besucht, also 14.281 Leute sind in der Halle. Das ist sehr, sehr starke Zahlen für Ring of Honor natürlich. Aber es gibt in dieser ganzen Region keine weiblichen Wrestler. Alle, die es dort gibt, haben ihre Karriere entweder beendet, sind nur Manager oder sowas, ne? Aber keine In-Ring-Performerinnen. Das ist ziemlich krass und auch ein bisschen schade, weil so kann ich natürlich niemanden hier verpflichten und die Chance geben, bei Ring of Honor anzutreten. Deswegen werden wir ein zweites Männermatch haben und da haben wir wieder eine 64, das ist schon wieder. Warum ist es so gut? Die sind doch beide deutlich schlechter. Delirious gegen Phoenix Star. Delirious mit einer 68 und Phoenix Star mit einer 21. Das ist beides natürlich in Ordnung auf jeden Fall. Aber du kannst doch das jetzt hier nicht gleich bewerten wie Flip Gordon gegen Lewis Layden. Oder bin ich blöd? Das war doch gerade auch eine 64. Oder war das eine 67? Ich dachte gerade, es wäre eine 64. Also wenn es gleich bewertet wird, mein Kurzzeitgedächtnis ist auch heute nicht on point. Wenn es gleich bewertet wird, dann habe ich keine Ahnung warum. Also, Announcing-Qualität und Color-Commentating hatten wir doch gerade eben auch. Delirious, okay, der sieht hier jetzt extra gut aus, ändert aber nichts an seiner In-Ring-Performance. Also, ne, dass das gleich bewertet wird, finde ich nicht in Ordnung. Und es ist auch noch viel kürzer, nur 6 Minuten 22, vielleicht gehört das dazu. Vielleicht sind unsere Matches zu lang, kann das sein? Also, wir haben ja ein Produkt, was auf Matches ausgelegt ist. Zumindest auf Matchzeit ausgelegt ist. Sowohl bei Ring of Honor als auch All Elite Wrestling ist ein und dasselbe Produkt. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Produkte. Ich glaube, ich habe das auch mal in einem Tutorial erklärt. Und die Videos könnt ihr euch natürlich gerne anschauen. Aber es kann natürlich sein, dass das unser Fehler ist, dass wir generell zu lange Matches haben. Und dann lieber ein, zwei Matches vielleicht mehr in die Shows nehmen, aber die generell etwas kürzer halten. Könnte das der Way to go sein? Möglich wär's. Wir machen das aber schon die ganze Zeit so. Und es gibt immer Schwankungen in die eine oder die andere Richtung.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber das Match von der Wertung her, finde ich, ist das viel zu hoch. Viel zu hoch, wenn man das so nimmt mal, ne? Komisch auf jeden Fall. Werde ich mal, vielleicht teste ich das mal bei Dark. Einfach mal testen, da habe ich relativ kurze Matches, aber ich kann die noch kürzer machen. Und dann teste ich mal, ob das vielleicht besser oder sogar schlechter läuft. Ich bin da mal sehr gespannt, aber ich probiere es mal aus. Delirious kann sich hier auf jeden Fall nach 6 Minuten 22 mit dem Bizarro Driver durchsetzen und den Sieg gegen Phoenix Star einfahren. Und was aber nicht fehlen darf, und da haben wir dann auch die Damen unserer Zunft, ist das Nightmare Factory Match. Und da haben wir Julia Hart gegen Holly Dead, beide mit einer exakt gleichen Leistung, mit einer 47, wurde sogar mit einer 48 bewertet, sehr, sehr schön. Habe ich auch diesmal ein bisschen weniger lang gemacht, das Match, einfach auch mal, um auszuprobieren, tatsächlich, aber da wusste ich noch nicht, dass Delirious und Phoenix Star die gleiche Wertung haben wie Flip Gordon gegen Lewis Layden, obwohl die In-Ring-Performances bei beiden ja deutlich besser war. Also, ja. Aber wir sehen ja hier, dass das sogar ein bisschen besser bewertet wurde, obwohl hier beide mit einer 47 sind. Und das war etwas kürzer als sonst. Sonst haben wir nämlich immer 15 Minuten. Vielleicht ist die Matchzeit einfach zu lang doch. Könnte sein. Vielleicht wollen die Leute auch die langen Matches nur von den absoluten Top-Leuten sehen. Und von denen, ja, die so eher in der Mid-Card oder so sind. Da wollen sie vielleicht lieber ein etwas kürzeres Match sehen. Auch das ist natürlich möglich. Aber das ist was, was ich mal im Auge behalten will. So, Julia Hart gegen Holly Dead. Julia Hart setzt sich nach... Holly Dead. Entschuldigung, Holly Dead setzt sich nach 11 Minuten 47 durch und besiegt Julia Hart per Pinfall. Und ja, wir sehen hier gute Reaktionen. Ja, aber hier, ja, unterdurchschnittliches Wrestling, könnte man sagen. Aber trotzdem ist das für mich persönlich und für die Nightmare Factory, finde ich, ist das okay. Ne? Also wir haben sonst 35 ist unser Standard gewesen. Ich wollte weg von der 35, ich wollte auf jeden Fall höher. Und das haben die beiden Damen geschafft. Und Holly Dead kann sich hier sogar den Sieg sichern. Und damit ist es soweit. Wir starten in unsere Hauptshow von Ring of Honor. Und wir starten mit einem sehr guten 85er-Segment und da haben wir Jeff Jarrett und Maria Kanellis, die etwas zum Ranking-System zu sagen haben und sie dürfen nichts spoilern, ja, das ist so abgesprochen, dass bei Revolution natürlich erst genauere Informationen preisgegeben werden, aber sie dürfen zumindest verkünden, dass auch Ring of Honor dieses Ranking-System einführen wird. Also auch Ring of Honor wird ein Ranking-System bekommen, beziehungsweise dasselbe Konzept wie auch All Elite Wrestling. Und es wird ein anderes Konzept sein, als wir das im Real Life haben. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Aber die genauen Infos, die gibt es am Samstag von Tony Khan persönlich natürlich. Aber die beiden verkünden hier auch das Gleiche, das was bei Revolution angekündigt wird. Das gilt auch für Ring of Honor. Und dann hier heißt es auch mehr Infos bei All Elite Wrestling's Revolution. Ein Pay-Per-View, wo ich mich sehr darauf freue, wo aber auch mein Herz ein bisschen blutet. Denn mein All-Time-Favorite, The Icon, der Stinger, wird bald seine Karriere beenden. Wenn ihr das Video hier seht, dann ist es nicht mehr lang. Es ist Ende Februar und Anfang März. Ja, also vielleicht sogar schon am Wochenende. Ich weiß es gar nicht, wann das hier genau kommt. Es müsste vielleicht sogar die Woche vor Stings allerletzte Match sein. Wow, das macht mich gerade hart traurig. Wir müssen auf jeden Fall weitermachen. Nicht, dass wir hier noch in Melancholie verfallen. Auf jeden Fall wird das Ranking-System auch für Ring of Honor eingeführt. 85er-Segment, es kommt sehr gut an. Die Leute haben Bock auf dieses Ranking-System. Und es wird auch immens wichtig sein. Wir machen aber erstmal weiter mit unserem Opener. Und das ist direkt ein Turniermatch. Und das ist ein gutes 81er-Tag-Team-Match. SCU, Christopher Daniels und Kazarian. Sie stehen im Viertelfinale gegen die Usos. Kazarian und Daniels beide mit einer 72. Das ist gar nicht so schlecht, auch nicht so mega gut. Aber man darf nicht vergessen, Kazarian ist schon ja Mitte, Ende 40. Und ich weiß es jetzt gar nicht genau, deswegen sage ich Mitte, Ende. Und Christopher Daniels ist auf jeden Fall schon Ü50. Also deswegen, das sind immer noch
gute Performances, aber wir sehen auch die Usos. 90er Performance von Jonathan und 88er von Joshua. Beide Teams profitieren davon, dass sie natürlich schon seit Ewigkeiten zusammen wresteln und deswegen haben sie eine exzellente Chemie. Wobei, eine exzellente Chemie haben hier nur Daniels und Kazarian. Eine großartige Chemie haben Jonathan und Joshua. Jetzt fragt man sich, was ist besser, großartig oder exzellent? Ehrlich gesagt, ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß es gerade gar nicht. Es kann auch sein, dass es einfach nur hier einmal exzellent und einmal großartig steht, aber das im Endeffekt dasselbe ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber nichtsdestotrotz haben beide natürlich eine hervorragende Chemie nach jahrzehntelangen Zusammenwresteln. Und nach 11 Minuten und 45 Sekunden ziehen die Usos in das Halbfinale ein. Der Double Samoan Splash trifft Christopher Daniels und damit ist das Schicksal besiegelt. 81er Gesamtrating ist geil, ist auch fair. Also wir haben ja hier 90er Bereich, 72, 90, 88. Da ist 81 schon ein faires, fast schon genau die Mitte getroffen. Das ist schon ganz geil. Finde ich gut. 11 Minuten 45 und die Usos, ja, die werden sich natürlich besonders freuen. Sie sind eine Runde weiter und stehen im Halbfinale. Wir machen weiter mit einem nächsten Segment und da haben wir Samoa Joe bei Noelle Foley, die bezaubernde Noelle Foley, die mal wieder einen absolut perfekten Job macht, hat hier natürlich ihre Catchphrase am Start. Samoa Joe macht es auch gut, aber trotzdem wieder nur so ein 75er Rating. Also die Segmente mit Samoa Joe, die hauen irgendwie noch nicht so gut rein. Und er spricht natürlich Brock Lesnar an und auch wenn ich mittlerweile, ja, also die anderen Aufnahmen sind vor diesen ganzen Eskapaden entstanden. Ich glaube die letzte Aufnahme noch nicht, aber da war noch nicht ganz so viel bekannt. Mittlerweile weiß man ja Brock Lesnar und ja, er hängt da irgendwie mit drin und hast du nicht gesehen. Wir werden ihn jetzt hier nicht aus den Shows rausschreiben. Ja, ich habe keinen Bock, dass das Real Life hier so krass abfärbt. Brock Lesnar ist Brock Lesnar vor diesen Eskapaden und die haben hier nicht stattgefunden. Ja, also wenn es irgendwie krass wird, kann ich ihn immer noch kicken, aber ja, wir lassen ihn einfach mal drin. Es ist Fantasy Booking. Darauf kann ich mich einfach immer berufen und dementsprechend, er spielt eine zu große Rolle jetzt hier auch. Ich habe keinen Bock, das Ganze, was ich geplant habe, abzubrechen, nur weil dieser Affe sich in Real Life nicht benehmen kann. Wir machen hier weiter mit Brock Lesnar und der fetzt sich gerade mit Samoa Joe und Samoa Joe callt es hier auch und sagt, ey, ich habe dir den Arsch versohlt und ich bin noch nicht fertig damit, dir den Arsch zu versohlen und ich bin jederzeit an jedem Ort dazu bereit, das immer und immer wieder zu wiederholen. Also stellt hier ganz klar, dass er beim Double Countout, es war ja ein Draw, das Match gegeneinander, also ein ja, mehr oder weniger faires Unentschieden. Und Samoa Joe stellt es jetzt natürlich so dar, nach dem Motto, ja, ich habe dir halt trotzdem den Arsch versohlt, ob das jetzt unentschieden ausgegangen ist oder nicht, rückt sich damit etwas in ein besseres Licht, zumindest als Brock Lesnar, und steht jetzt auch erstmal besser da. 75er Rating kommt nicht ganz so gut an, egal. Für mich ist es ein schönes Segment und wir machen weiter mit dem nächsten Match und selbstverständlich ist das wieder ein Turniermatch. Und diesmal ein Women's Tournament Match. Thunder Rosa gegen Billie Starks. Billie Starks natürlich ein irres Talent und Thunder Rosa, die bei Ring of Honor wieder zur alten Stärke zurückfinden möchte. In-Ring-technisch findet sie zu einer ordentlichen Stärke zurück und steigert sich auch. Ist wieder auf Richtung All Elite Wrestling Kurs, wo sie mal angefangen hat. Da war sie nämlich im hohen 80er Bereich. Und wie es aussieht, geht's da auch wieder hin. 84er In-Ring-Performance für Thunder Rosa. Billie Starks mit ihren jungen Jahren, mit ihren jungen 19 Jahren, mit einer 74er-Performance. Das ist ein, also beim Fußballmanager oder so würde man Jahrhunderttalent sagen. Wenn ein 19-Jähriger hier so abliefern würde, dann wären schon längst die ganz großen Clubs hinterher. Und deswegen ist Billie Starks auch beim besten Unternehmen angestellt, nämlich bei uns. Aber nach 11 Minuten 37 muss sie sich hier Thunder Rosa geschlagen geben.
Die Mexikanerin kommt damit in die nächste Runde und Billie Starks, sie hat Lehrgeld gezahlt. Sie konnte Sky Blue in der ersten Runde noch rausschmeißen, aber im Viertelfinale ist auch für Billie Starks leider Endstation. 79er Gesamtrating geht klar, finde ich. Ja, doch, es geht schon klar. Es ist eine faire Bewertung und eine 79 ist auch eine hohe Bewertung. Also völlig zu Recht wird dieses Match hier gefeiert von den Fans und vom Publikum, was quasi das gleiche ist. Also von der Fachpresse wollte ich eigentlich sagen. Die Fans sehen wir hier großartige Reaktionen und gutes Wrestling, sagt der Fachjournalist. Ist okay. Thunder Rosa eine Runde weiter und wir gehen ins nächste Segment. Und da haben wir ja den kompletten Samoan Squad. Und wir sehen hier eine traditionelle Vorbereitung, die der Samoan Squad macht. Ja, auf der einen Seite haben wir Haku, Jonathan Fatu und Jacob Fatu, die sich so ein bisschen um Hikuleo kümmern. Ja, die massieren ihn so die Schultern, peppeln ihn auf, aufmunternde Worte, stacheln ihn ein bisschen an. Auf der anderen Seite sehen wir Sifa Fatu, seinen Gegner heute. Es ist das Television Title Tournament und die beiden aus dem Samoan Squad werden jetzt aufeinandertreffen, beziehungsweise heute, nicht jetzt direkt im Anschluss, aber die werden schon mal fit gemacht. Auf der anderen Seite von Sifa Fatu haben wir unter anderem Trinity Fatu, Joshua Fatu und den Barbarian und die kümmern sich genau eben um Sifa Fatu, machen das gleiche, wie es auf der anderen Seite die Leute mit Hikuleo machen. Sie muntern ihn auf, spornen ihn an. Sorgt dafür, dass das ein spannender Kampf wird, ja? Sei motiviert, gib alles, sei keine Enttäuschung für den Samoan Squad, sei keine Enttäuschung für die Familie, keine Enttäuschung für unser Blut. Ja, also hier wird richtig, die werden richtig heiß gemacht, alle beide, und die schauen sich auch richtig böse an. Also, man hat so das Gefühl, es braucht nur einen kleinen Tropfen und das Fass würde überlaufen und beide würden schon in der Kabine aufeinander losgehen. So angestachelt werden die beiden von, vom eigenen Team hier zu sagen, beziehungsweise von der eigenen Familie. Und da können wir uns, glaube ich, auf ein richtig gutes Match heute noch freuen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit, ja. Also die Vorbereitungen laufen und auch das Samoan Squad ist hier mehr als involviert. Und man merkt auch, dass der Samoan Squad richtig Bock auf dieses Duell der beiden jungen Löwen hier hat. Hikuleo und Sifa Fatu sind ja, die müssen sich erstmal noch die Hörner abstoßen. Und das können sie natürlich in einem Turniermatch, wo es auch um richtig was geht, am besten. 81er Segment, es kommt sogar ganz gut an. Sifa Fatu underperformt vielleicht ein bisschen. Ja, da hatte Hikuleo vielleicht schon mal ein bisschen die Nase vorn hier in diesem Segment. Also das Segment, leichte Vorteile für Hikuleo in diesem spannenden Familienduell. Wir gehen aber erstmal in ein anderes Match. Und zwar in das nächste Turniermatch und in das nächste Tag Team Tournament Match. Und das ist das Match of the Night bisher. 82er Rating, wir haben die La Faction Ingobernable gegen den Gun Club. Also auf der einen Seite Rouge und Andrade El Idolo gegen Austin und Colton Gunn. Wir sehen Colton Gunn, unfassbare 87, Austin Gunn leider nur eine 72. Also Colton, ich sag mal so, die Zeit bei Bloodline mit Brian Pillman Jr. hat ihm sehr gut getan. Aber alleine durch diese Performance sehen wir auch, dass er dem Bloodline-Stable ein bisschen entwachsen ist. Er ist ein bisschen zu gut einfach geworden, um weiterhin in diesem Stable zu sein. Und ich finde, dass der Gun Club hier eine schöne Reunion bekommt. Während Rouge mit einer 80 dabei ist und Andrade El Idolo, der beste Mann heute, mit einer 88. Nach 11 Minuten 43 kann sich die La Faction Ingobernable durchsetzen und Andrade El Idolo pinnt nach dem Sombra Driver Austin Gunn, der hier, also der Beste pinnt tatsächlich den Schwächsten von der In-Ring-Performance und damit ist die Faktion weiter und der Gun Club ausgeschieden. Aber das Match war fantastisch, der Gun Club hat sich gut geschlagen, bis ins Viertelfinale ist man auf jeden Fall gekommen und Andrade und Rouge sind damit im Halbfinale. Würdige Teilnehmer auf jeden Fall und ich hoffe, dass Austin Gunn bald an seinen Bruder anknüpfen kann, an seine Leistung anschließt
Und dann hätten wir natürlich mit dem Gun Club, stellt euch mal vor, beide wären so im 87er Bereich, dann wäre das ein absoluter Titelfavorit. So ist allerdings im Turnier Endstation. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment und da haben wir eine 88 von Sammy Guevara und wir sehen endlich das neue Bild. Ich hab's nicht vergessen, er hat nicht mehr das Lucha Underground Bild, er hat endlich das Ring of Honor Bild. Und Sammy Guevara sagt hier, dass er heute Abend ein Match haben will. Er hat sich ja aufgeregt, er hat gesagt, Ring of Honor ist ein Downgrade für seine Karriere, weil er halt in der ersten Runde gegen Rey Mysterio aus dem World Title Tournament ausgeschieden ist. Und er spricht hier eine offene Herausforderung an den gesamten Lockerroom von Ring of Honor aus. Er will heute einen Fight und er will ihn nicht irgendwann, er will ihn jetzt. Und mit dieser 88er Performance ist das natürlich fantastisch, das beste Segment. Aber dieses Segment wird nicht getoppt, aber der Gegner ist da. Es dauert nämlich nur wenige Sekunden, da ertönt die Musik von Claudio Castagnoli, der immer bereit ist für einen Kampf. Der unbedingt ja auch kämpfen wollte, der gekämpft hat, der ebenfalls in der ersten Runde gegen Konosuke Takeshita ausgeschieden ist im World Title Tournament. Also beide teilen hier quasi das gleiche Schicksal. Zwei fantastische Segmente, die wir damit haben, plus unser Eröffnungssegment, was auch nochmal eine 85 war. Sehr, sehr gute Segmente. Und ja, ich würde sagen, wir sind direkt bereit. Sammy Guevara gegen Claudio Castagnoli. Ja, mit einem 78er Match. Das ist sogar noch okay bewertet worden. Castagnoli profitiert durch sein Gimmick. Und ja, Sammy Guevara 81 ist okay. Claudio Castagnoli 76, das könnte auf jeden Fall noch eine Prise besser sein. Und dementsprechend finde ich, die 78 ist auch eine faire Bewertung. Man könnte jetzt sagen, ja, 78, vielleicht auch 79, aber nee, 78 geht für mich schon klar. Das passt. 11 Minuten 50 dauert dieses Match. Aber Claudio Castagnoli kann sich mit dem Alpamare Waterslide. Was zur Hölle ist das für ein Move? Der Alpamare Waterslide. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber mit diesem Move schafft es Claudio Castagnoli, Sammy Guevara zu besiegen und das ist natürlich für Sammy jetzt extrem bitter. Aber absolut extrem bitter. Vor allem gibt es danach noch ein weiteres Segment der beiden, diesmal nur ein 82er Segment und Claudio Castagnoli schnappt sich ein Mikrofon und spielt oder beziehungsweise greift die Aussagen von Sammy Guevara nochmal auf, als er gesagt hat, ja, Ring of Honor ist ein Downgrade. Und da sagt Claudio Castagnoli, Ring of Honor ist vielleicht nichts für dich, Kleiner. Ja, also noch so ein bisschen herablassend das Ganze, als er ihn Kleiner nennt. Und danach feiert Claudio mit den Fans seinen Sieg. Und Claudio natürlich weiterhin sehr, sehr beliebt beim Publikum, während Sammy Guevara vor allem jetzt nach dem Spruch auch noch besonders sauer ist. Er ist mega enttäuscht natürlich, dass er verloren hat, aber dieser Spruch von Claudio Castagnoli, das ist nochmal Salz in die frische Wunde von Sammy. 82er Rating ist in Ordnung für dieses Segment, noch ein kleines Segment zum Abschluss dieses Matches, was an Claudio Castagnoli geht. Wir machen weiter mit weiterer In-Ring-Action und natürlich mit Turnier-Action. Und da ist es auch soweit. Da ist das Aufeinandertreffen Hikuleo gegen Sifa Fatu. Wir sehen, dass es leider keine Publikumsreaktion gibt, weshalb das Match noch nicht auf allerhöchstem Niveau performen wird. Aber wir sehen trotzdem Hikuleo 81 und Sifa Fatu 75. Das heißt, dass Hikuleo auch hier wieder die Nase vorn hat. Im Segment fand ich ihn schon ein Tickchen besser und in diesem Match, auch von der In-Ring-Performance, ist Hikuleo ein bisschen besser. Insgesamt eine 77, auch das ist ein fairer Wert. Also bis jetzt, muss ich sagen, sind alle Wertungen absolut okay und fair gewesen. Nicht so wie bei All Elite Wrestling in letzter Zeit, aber okay. Nichtsdestotrotz, nach 11 Minuten 36 schafft es Hikuleo dann auch endgültig mit der T-Bomb sich durchzusetzen und Hikuleo ist insgesamt der etwas reifere Wrestler aktuell und deswegen auch eine Runde weiter. Willkommen im Viertelfinale des Television Title Tournaments. Hikuleo ganz, ganz stark. Mit einem 77er Match bin ich aber auch ehrlich gesagt sehr zufrieden.
gerade was den TV-Title angeht, da sind ja wirklich die Mid-Kader drin. Und da ist es doch schön zu sehen, dass sich jemand wie Hiko Leo hier ein bisschen durchsetzt und ein Zeichen setzt und eine gute 81 hier hinlegt. Sifa Fatu mit 75 ist gar nicht schlimm. Ja, ist auch ein gutes Match gewesen von ihm, aber Hiko Leo ist einfach auch verdient eine Runde weiter. Und das ruft erneut den Samoan Squad auf das Parkett. Alle kommen zum Ring und alle feiern Hiko Leo, aber muntern gleichzeitig Sifa Fatu auf. Das, was sie also im Backstage-Bereich gemacht haben, wo sie beide bis ins letzte Mark, ja, bis ins Mark, bis zum letzten Tropfen Blut haben sie das Ganze zum Kochen gebracht. Und jetzt allerdings ernten sie die Früchte ihrer Arbeit. Sie feiern Hiko Leo, der verdient gewonnen hat, aber sie sind genauso für Sifa Fatu da. Und auch Hiko Leo ist für Sifa Fatu da. Obwohl er natürlich gerade sich auch immens darüber freut, einfach eine Runde weiter zu sein, zeigt Hiko Leo den gebührenden Respekt gegenüber Sifa Fatu. Und genau diese Einstellung wird dafür sorgen, dass dieses Stable nicht zerbricht, vor allem wenn ein Mann wie Jacob Fatu diesen Stamm, möchte ich sagen, anführt. Ja, es war ein absolut würdiges Duell der beiden. Hier werden alle gelobt gerade für ihre Performance. 81er Gesamtrating. Aber was uns auffällt, Trinity Fatu ist nicht dabei. Trinity Fatu ist nicht dabei. Und das hat eigentlich gar keinen krassen Grund, ja, sondern sie hat jetzt ein Match. Das ist der einzige Grund, warum sie gerade nicht dabei ist, weil sie jetzt gerade das nächste Match vorbereitet. Und da ist es natürlich wichtig, denn es geht auch hier um ein Turniermatch. Und da haben wir... Wow. Lol. Okay, das regt mich ein bisschen auf. Ich finde es ein bisschen schade. Wir hatten das schon bei All Elite Wrestling, dass die Damen nicht so performt haben. Also Thunder Rosa und Billy Starks haben das großartig gemacht. Das möchte ich schon mal vorwegnehmen. Aber leider ist es wieder ein Damenmatch, was hier überhaupt nicht funktioniert. Maki Ito und Trinity Fatu haben keine gute Chemie miteinander. Trinity nur eine 67, die auch noch den Penalty bekommt, dass sie nicht gut drauf ist. Und Maki Ito mit einer 72 ist aber jetzt auch nicht viel besser. Es ist immer noch ein 70er Match geworden, also wohlwollend nochmal das Rating hier. In 11 Minuten 43 dauerte dieser Krampf und dann gewinnt Trinity Fatu und sie wirft Maki Ito mit dem Rearview raus. Ich sag mal so, das Beste an diesem Match oder die größte Freude wird der Samoan Squad haben. Hiko Leo steht im Viertelfinale, Trinity Fatu steht im Viertelfinale, hat sich da irgendwie durchgewürgt durch dieses Match und auch die Usos stehen im Viertelfinale. Also der Samoan Squad wirklich sehr, sehr erfolgreich. Für Maki Ito ist die Reise in diesem Turnier leider zu Ende und die geht auch ehrlich gesagt unrühmlich und unwürdig zu Ende. Mit so einem Match verabschiedet man sich aus dem Turnier. Sehr, sehr schade, aber für Trinity Fatu gibt es im Halbfinale natürlich die Chance, das Ganze wieder gut zu machen und eine bessere Performance abzuliefern. Schlechter wird sie wahrscheinlich nicht werden. Lehne ich mich mal aus dem Fenster, außer es ist wieder, dass die Chemie nicht funktioniert. Aber es ist, wie es ist. Maki Ito, es sind die Japanerinnen, die Probleme machen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Rio macht richtig Probleme, die ganze Zeit schon. Und Maki Ito fängt jetzt auch an. Passt mir nicht. Vielleicht sollten wir Maki Ito und Rio einfach mal zusammenstecken. Mal gucken, was passiert. Entweder wird es das Match of the Year oder eine Vollkatastrophe. 70er Rating, ja, Schwamm drüber. Wir hatten schon bessere Matches, deswegen ist das alles noch im Rahmen. Aber wir haben vor allem noch ein Segment. Und verrückterweise ist das beste Segment des Abends. Kurz vor Schluss, Noelle Foley macht wieder einen guten Job und da haben wir Brock Lesnar. Ja, im Hintergrund sehen wir, für die, die es nicht wissen, Brock Lesnar, die einzige Person, die es sehr geschickt angestellt hat und deswegen bei beiden Brands gerade antreten kann. Ist wirklich die einzige Person, beziehungsweise der einzige Wrestler. Es darf natürlich Tony Khan, darf sowieso machen, was er will. Aber Brock Lesnar, die einzige Person, die
antreten darf, beziehungsweise die überhaupt bei Ring of Honor auch auftauchen darf. Und zusammen mit Jeff Jarrett und Miro ist er hier bei Noel Foley. Und Lesnar antwortet natürlich auf Samoa Joe und er sagt einfach nur, träum weiter, Joe. Träum weiter, als würdest du mir den Arsch versohlen, als hättest du überhaupt Land gesehen gegen mich. Ja, du bist doch froh, dass der Ringrichter schnell genug gezählt hat, um deine Niederlage zu kaschieren, um der Niederlage zu entgehen. Ja, du hast doch gefleht, dass er schnell zählt, damit du es nicht mit mir zurück zum Ring schaffst und das Ganze in einem für dich doch sehr schmeichelhaften Unentschieden endet. Ja, also Brock Lesnar sieht das Ganze anders und jetzt stehen sie wieder beide im gleichen Licht da, würde ich sagen, vom Feeling her. Brock Lesnar also mit einer klaren Antwort, der das komplett anders sieht. Ja, er hat hier nicht den Arsch versohlt bekommen, sondern er hat den Arsch versohlt. Und zwar den von Samoa Joe. Ringrichter kommt hier auch nicht so gut bei weg, aber der hat seinen Job natürlich vollkommen richtig gemacht und beide ausgezählt, wenn sie nicht zum Ring kommen. Und Noel Foley müssen wir nicht extra erwähnen, dass sie hier wieder einen super Job macht. 89er Segment. Und damit kommen wir zum Main Event. Und dafür bleibt Miro einfach mal im Ring. Brock Lesnar und Jeff Jarrett, genauso wie Noel Foley, gehen natürlich in den Backstage-Bereich. Aber Miro bleibt im Ring, denn er tritt jetzt an gegen Kaito Kiyomiya. Und die beiden liefern hier ein gutes 82er Match. Das ist zusammen mit dem Tag Team Match der La Faction Ingobernable gegen den Gun Club das beste Match des Abends. Und ja, Kaito Kiyomiya mit einer 86er In-Ring Performance. Bärenstark. Ich sag euch, das ist der nächste Okada. Und er trifft auf Miro mit einer 79. Miro auch nicht ganz so gut drauf, sonst wäre es vielleicht noch ein Tick besser. Und dann hätte es vielleicht sogar das alleinige Match of the Night werden können. Das Ganze dauert 14 Minuten 32, also auch ein langes, das längste Match des Abends im World Title Tournament. Und mit dem Jumping Sidekick kann Miro dieses Match für sich entscheiden. Eine ganz bittere Niederlage für Kaito Kiyomiya, dass er hier rausfliegt. Miro, sensationell gut, kann sich hier den Sieg holen und zieht ins Halbfinale des World Title Tournaments ein. Nach dem Match allerdings haben wir noch ein Segment, denn da kommt Samoa Joe aus dem Backstage-Bereich geschossen, während Miro gerade ja, etwas hochmütig und von oben herab seinen Sieg feiert, taucht Samoa Joe hinter ihm auf mit einem Brecheisen in der Hand und mit diesem Brecheisen schlägt er ihm volle Kanne in die Kniekehle. Miro sackt natürlich schmerzverzerrt zusammen, kann sich dagegen auch überhaupt nicht mehr wehren. Er bekommt noch 2 bis 3 Schläge in die Rippen ab und danach verschwindet Samoa Joe mitsamt Brecheisen durch die jubelnden Massen in der Arena, durch die jubelnden 14.000 Menschen und haut ab. Und mit diesem Bild und mit einem schmerzverzerrtem Gesicht von Miro endet unsere Ring of Honor Ausgabe für diese Woche. 82er Segment nochmal zum Abschluss. Wir finishen die Show und haben eine gute 84. Ich bin wieder absolut zufrieden damit. Wir fangen natürlich hier ganz unten an. Eine sehr gute, doch es war beides 64. Seht ihr mal, Kurzzeitgedächtnis doch on point. Aber unfair trotzdem. Also Flip Gordon und Lewis Layton haben deutlich besser abgeliefert als Delirious und Phoenix Star. Trotzdem haben beide das gleiche gemacht. Irgendwie etwas kurios. Und ja, das ist dann unsere Show zusammen mit natürlich der Attacke von Samoa Joe gegen Miro. Also auch Miro im Kreuzfeuer beim Gefecht zwischen Brock Lesnar und Samoa Joe. Ansonsten sehr, sehr schöne Ausgabe. Hat mir gut gefallen. Wir haben viele gute Segmente drin gehabt. 4 richtig gute. Also einmal natürlich hier, dass das Ranking-System kommt. Aber auch Sammy Guevara und Castagnoli konnten hier sehr gute Segmente hinlegen. Und das beste Segment dann kurz vor Schluss, wo sich Brock Lesnar natürlich auch nochmal zu Wort meldet. Main Event zusammen mit unserem Tag Team Match hier, das beste Match des Abends. Auch sehr gut war Thunder Rosa gegen Billy Starks und auch die Usos gegen SCU.
richtig enttäuscht hat eigentlich nur Trinity Fatu und Maki Ito. Und da wissen wir den Grund. Wenn es keine Chemieprobleme gegeben hätte, dann wäre das Match natürlich auch deutlich besser gewesen. Ansonsten, Hikuleo gegen Sifa Fatu war ebenfalls ein spannendes Match. Claudio Castagnoli gegen Sammy Guevara. Hätte ich mir auch ein bisschen mehr von versprochen, aber das passte schon irgendwie in diese Sendung. Also alles in allem bin ich dann doch zufrieden. Nur Fatu und Ito. Das war ein bisschen schade. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, am Samstag wieder, wenn es heißt All Elite Wrestling Revolution, der erste Pay-Per-View von ja, den Männern. Den Frauen natürlich auch, aber wir hatten ja schon einen reinen Frauen-Pay-Per-View mit Heels 6, der übrigens auch absolut fantastisch war und auch, das kann man ja mal sagen, sehr gute Watchtime auf YouTube erzielt hat. Was mich besonders freut, weil es wirklich ein Women's-Only-Pay-Per-View war, aber der hat's auch verdient. Das war ein richtiger Banger-Pay-Per-View. Und ich hoffe, dass Revolution da anknüpfen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Bock auf dieses Projekt habt, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und schaut gerne auf Patreon oder auf meiner Website vorbei. Wenn ihr euch für Rollenspiele und Co. interessiert, ist das der Place to be. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.